kurz zum Joachim. Der Joachim ist Projektmanagement Coach, Burnout und systemischer Berater, macht Persönlichkeitsentwicklung mit dem Schwerpunkt Kompetenzberatung mit dem Profilpass. Joachim Severin hat in Karlsruhe Elektrotechnik studiert und arbeitet seit fast 30 Jahren in der freien Wirtschaft als Führungskraft, ist Projektleiter und Projektmanagement Coach. Und der oder einer der Schwerpunkte der letzten Jahre ist die Qualifizierung und die Zertifizierung von Projektleitern und das alles weltweit. Ja, so ganz nebenbei hat dann der Joachim noch 2011, glaube ich, Yes Coaching, schreibt man J-E-S, ja, gegründet und unterstützt als Burnout- und systemischer Berater eben Menschen ja, auf dem Weg in ihre oder in die Zukunft, in ihre Zukunft. Seit 2013 engagiert sich der Joachim auch zusätzlich als zertifizierter Profilpassberater, Entschuldigung, in der Jugend- und Erwachsenenbildung, das im Zusammenhang mit der VHS in Schwabach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und in dem Zusammenhang übergebe ich dann an den Joachim. Er hat das meiste von mir schon erzählt. Das Thema Projektmanagement verfolgt mich jetzt schon seit, ich würde mal sagen, seit 1985, während meinem Studium schon. Damals, das können sich heute die jungen Menschen gar nicht mehr vorstellen, da haben wir noch mit Tusche die Pläne gezeichnet in der Projektarbeit. Das heißt, ich habe hier wirklich auch bei regionalen und internationalen Projekten haben wir damals begonnen, echt mit noch Transparent und Tusche. Wenn ich mir vorstelle, was wir da für eine Entwicklung jetzt durchgemacht haben in dem Thema Digitalisierung seit der Zeit, seit ich mit Projekten zu tun habe, ist das schon ganz, ganz enorm. Dem will ich jetzt nicht viel mehr noch über mich erzählen, das hat der Christian schon wunderbar gemacht, aber einfach nochmal das zum Hintergrund, wo das Thema Projektleitung und Projektmanagement von mir letztendlich auch herkommt. Veränderungen am Arbeitsmarkt ist ein Thema, gerade jetzt das Thema Internationalität, aber da komme ich im Detail, Herausforderungen an das Projektmanagement von damals nach heute. Dann Thema virtuelle Teamarbeit, wie kann ich mir das vorstellen? Dann Thema Online-Kollaborationen, wenn die Zeit bleibt, gehen wir mal in so ein TIS-Projekt rein. Ich habe mal so ein TIS-Projekt vorbereitet, damit wir hier auch letztendlich mal schauen können, wie sowas ausschauen kann. Natürlich kein reales Projekt jetzt hier zum Vorstellen, aber damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie sowas ausschaut. Okay, die Herausforderungen sind natürlich gewaltige Veränderungen am Arbeitsmarkt. Das heißt, erstmal das Thema Globalisierung der Konzerne und damit natürlich auch der Projekte. Also nicht nur Einwirkung auf das Thema Konzerne, sondern letztendlich auch auf das Thema Projekte. Das heißt, die weltweiten Standorte, viele Projekte werden meinetwegen, ich sage jetzt mal aus Deutschland raus, koordiniert, aber letztendlich das Projekt selber findet meinetwegen in Brasilien statt. Mit der Zulieferung aus China oder aus den USA, also von dem her werden die Projekte allein schon von dem Thema Personal wird es immer komplexer. Das Ganze. So, dann haben wir natürlich noch die Veränderungen am Arbeitsmarkt. Das Schöne heute ist natürlich mit der Internationalisierung, ich kann mir meine Experten, sagen wir mal, ziehen, immer gerade dann, wenn ich sie brauche und vor allen Dingen auch dort, wo ich sie brauche. Na, das ist das eine. Und dann vor allen Dingen sind die weltweite Verteilung der Teams hat wirklich ganz, ganz viele Vorteile, die wir letztendlich auch nutzen können. Na, das ein Vorteil zum Beispiel hier auch das Thema flexibles Arbeiten, unabhängig von Zeit und Raum. Und auch in den Projekten kann man das durchaus berücksichtigen, die Vorteile zu nutzen einer Zeitverschiebung. Das heißt, wenn ich in einem Team zusammenarbeite, einfach mal gucken, okay, wer kann denn gerade zu welcher Uhrzeit am besten, sagen wir mal, da weiterarbeiten oder dass man sich hier ergänzt. Also hier gibt es eine Riesenmenge an Vorteile durch diese Veränderung am Arbeitsmarkt für das eigentliche Projektgeschäft. So, das heißt natürlich, dass man für erfolgreiche Projekte heute muss man das klassische Projektmanagement, was ich ja noch gut habe kennenlernen dürfen, ab in neue Methoden, ab ins Neue, und zwar in das Thema virtuelle Welt letztendlich weiterentwickelt werden. So, und das heißt natürlich nicht nur, dass sich die Menschen da weiterentwickeln in diese neue virtuelle Methode, sondern auch wir müssen schauen als Projektleiter, als Unternehmer, dass die Projektmitarbeiter, wir im Projekt letztendlich, die auch die passenden Tools zur Verfügung haben.
So, ich würde jetzt einfach mal so ein Szenario, was es heute immer noch gibt. Das heißt, die Welt ist, sagen wir mal, noch nicht ganz in der virtuellen Welt angekommen. Das heißt, viele, viele Diskussionen finden nach wie vor über E-Mail statt. Jetzt erst gestern wieder erlebt, dass Protokolle von, sagen wir mal, Sitzungen nach wie vor als Anlage von irgendwelchen E-Mails verteilt werden. Das ist alles noch im Klassischen, das ist alles noch heute. Wir sind da noch relativ weit weg in die neue Welt. Dann vor allen Dingen gerade im Projektgeschäft ist es ja immer existenziell wichtig, dass man auch weiß, wo und sind die aktuellen Projektunterlagen eigentlich abgelegt. Vor allen Dingen, was sind die aktuellen Projektunterlagen? Also hier ist es ein klassisches Thema, da kann man sich teilweise schon mal, sagen wir mal, richtig Zeit investieren, um zu suchen. Internationale Projekte ist es einfach so, man kennt die Menschen nicht. Das heißt, man kennt sie über E-Mail, man kennt sie übers Telefon, aber ich weiß nach wie vor nicht, wer in meinem Team letztendlich drüben ist. Das ist echt, das ist so. Muss man gucken, wie man damit umgeht. Und dann vor allen Dingen kommt auch das Nächste noch, gerade jetzt auch für den Projektleiter selber. Wie kriege ich denn das hin mit einer Personalplanung, wenn der Kollege in Übersee sitzt, möglicherweise noch von einer anderen Führungskraft geführt. Also das sind schon ein paar Szenarien, die heute nach wie vor im klassischen Projektmanagement zu finden sind. Das heißt nicht, dass wir die jetzt mit dem Virtuellen letztendlich alles aus der Welt schaffen, aber es geht eben darum, dass man hier, sagen wir mal, die Welt ein bisschen neu definiert für das Thema Projektarbeit. So, was können da Ursachen sein für die Probleme, die da auftreten? Unter anderem natürlich, dass viele Unternehmen heute noch nicht, sagen wir mal, für das Thema virtuelle Projekt- und Teamarbeit richtig vorbereitet sind. Sie machen sie irgendwo, die internationalen Projekte, aber so die richtige Vorbereitung auf die Teamarbeit, die ist noch nicht so ganz durchgedrungen. Ich sage nicht durchgedrungen, ich sage nur nicht ganz durchgedrungen. Keine Tools oder nur wenige Tools zur Unterstützung von der Projektarbeit vorhanden, weil letztendlich neue Tools heißt auch, ich muss irgendwas Neues einführen und da tun sich natürlich manche Unternehmen schon schwer. Oder auch veraltete Tools. Wir haben in den Vorgängen, sagen wir mal, die Keynote-Speaker sprechen ja ständig von Veränderungen. Da gehört natürlich auch die Tool-Landschaft mit dazu. Die verändert sich, ich will nicht sagen täglich, aber wenn ich mir allein beim Office 365 bekomme ich einmal die Woche eine E-Mail, welche Neuerungen wieder in der Software vorhanden sind. Von dem her kann man davon ausgehen, wenn ich einmal ein Tool gekauft habe vor 5 Jahren, dass es mit dem Tool von heute eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat. Dann, das nächste Thema ist natürlich auch Probleme, die bei dem klassischen Projektmanagement auftreten können, dass die Teammitglieder einfach noch nicht auf das Thema virtuelle Projektarbeit vorbereitet sind. Man muss einfach mal sehen, im Projektgeschäft sind natürlich heute noch, sagen wir mal, auch viel erfahrene, vielleicht auch schon ältere Mitarbeiter, Teammitglieder mit dabei, die so wie es so junge Menschen wie meine Söhne vielleicht der virtuellen Welt mit Handy und Smartphone und was weiß ich was alles so gang und gäbe ist bei denen. Also man muss einfach mal sehen, die Mitglieder sind noch nicht auf einer virtuellen Welt letztendlich ganz zu Hause. So, was bedeutet das? Die Folgen sind natürlich, in den Projekten selber haben wir doch sehr viel intransparent. Es kommen sehr viele Missverständnisse auf. Jetzt gerade zwischen den einzelnen Teammitgliedern, die meinetwegen auch noch mit dem Übersee, mit Kollegen im Übersee zusammenarbeiten sollen. Da kommen Verantwortungsprobleme mit auf, da kommen Missverständnisse auf. Damit gibt es natürlich auch eine entsprechende Fehlerquote und letztendlich auch Doppelarbeit und eine gewisse Grad an Unproduktivität. Und hier gilt es dem Ganzen letztendlich vorzubeugen. Ja. Okay, das heißt ganz klassisch vom klassischen hin zum virtuellen Projektmanagement. Das bedeutet, die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, aber auch für die Projekte. Es reicht nicht, wenn das Projekt, sagen wir mal, in das Thema digitale Welt, virtuelle Welt einsteigt. Auch die Rahmenbedingungen des Unternehmens müssen letztendlich da angepasst werden. Das trifft für kleine Unternehmen, aber auch für große Unternehmen letztendlich der gleichermaßen zu. Dann passende Tools für Unternehmen und das Projekt. Es gibt natürlich recht viele Tools. Das heißt, auch hier gilt es bei der Auswahl der Tools, dass man sich da wirklich auch entsprechend Zeit nimmt, das richtige Tool für sich auszuwählen, weil es gibt nicht das Tool, welches letztendlich alle Bedürfnisse, sagen wir mal, befriedigt, sondern da geht es wirklich auch darum, dass man hier mal hingeht und sagt, okay, das sind die Themen, die sind mir wichtig, die gucke ich mir letztendlich auch an.
Dann, nächster Schritt ist Aufbau virtueller Teams. Das ist nicht ganz ohne, das Thema virtuelle Teams. Habe ich jetzt schon einige virtuelle Team-Meetings durchgeführt, gerade in das Thema Projektstart, aber komme ich nachher nochmal drauf. Das hat schon seinen Reiz. Es ist nicht schlecht, aber hat schon seinen Reiz. Also da sind schon viele Dinge mit dabei. Mit dem Projektstart letztendlich kann ich ja mitentscheiden, ob ein Projekt erfolgreich läuft oder nicht. Und dann vor allen Dingen halt auch Kompetenzen in der virtuellen Projektarbeit. Kompetenzen, da haben wir jetzt in den Vorträgen vorher schon viel drüber gehört, welche Kompetenzen das notwendig sind. Und da gehört natürlich, sagen wir mal, die ganze Tool-Landschaft, da gehört, sagen wir mal, dieses Virtuelle, das in Team arbeiten, und zwar Team mit Menschen, die ich gerade nicht um mich herum habe, nicht in meinem Raum sitzen. Also das sind viele Kompetenzen letztendlich erforderlich. So, dann gehen wir gleich zum nächsten Punkt über. Eine virtuelle Teamarbeit. Das war ein bisschen relativ schnell, Entschuldigung. Also wenn ich zu schnell bin, einfach mal Finger heben oder irgendwas, dann gebe ich auch recht bald mal nach und hören wir dann letztendlich dann auch entsprechend wieder auf. So, was sind Erfolgsfaktoren für virtuelle Teamarbeit? Also ich als Projektleiter, mir persönlich war und ist nach wie vor wichtig, das gebe ich auch als Coach an die anderen Projektleiter letztendlich weiter. Ihr müsst in dem Projekt und mit dem Projektteam klare Ziele definieren. Das ist, sagen wir mal, das A und O. Das heißt, Ziele definieren heißt natürlich auch die Aufgaben klar definieren. Sind die nicht klar definiert, wird es permanent zu sagen wir mal, Missverständnissen führen. Es wird möglicherweise zu Unfrieden führen. Also hier ganz, ganz existenziell wichtig ist eine klare Zieldefinition. Dann, gerade jetzt bei virtuellen Teams noch umso mehr, ein eigenverantwortliches Handeln aller Teammitglieder fördern. Ich sage es ganz einfach, wenn ich jetzt hier in Deutschland ein Projekt leite, was letztendlich auch Teammitglieder in China sind, ich kann denen nicht auf die Finger gucken, die sind einfach zu weit weg. Also bin ich mehr oder weniger gezwungen, sagen wir mal, dass die Menschen da drüben auch eigenverantwortlich handeln. Das heißt, ich muss aber auch gucken, dass sie die entsprechenden Kompetenzen haben und die müssen dann aber auch von mir als Projektleiter auch die entsprechenden sagen wir mal, Freiheiten bekommen, das auch zu tun. So, dann, ich habe es ja extra aufgeführt, das Thema professionelles Konfliktmanagement ist auch im klassischen Projektmanagement natürlich wichtig, aber bei internationalen Teams sind noch ganz andere Themen mit dabei, das sind Kulturen, das sind sonstige Themen mit dabei, die hier eine große Rolle spielen. Das heißt, ich muss ja als Projektleiter oder im Projekt selber ist es da ganz wichtig, dass man sich diesem Thema stellt, das nicht unter den Teppich kehrt, weil das, davon wird auch, sagen wir mal, ein Teil des Erfolges eines Projektes abhängen, dass wir hier das Thema offen gestaltet, dass man offen miteinander umgeht, dass man Konflikte letztendlich auch miteinander ausdiskutiert. Aber das macht es auch wieder interessant als Projektleiter, wo man wirklich sagen kann, okay, ich bin jetzt hier nicht nur Techniker, sondern ich manage hier als Unternehmer. Als Projektleiter ist man letztendlich ja Unternehmer auf Zeit und das ist dann schon auch eine tolle Sache. Das gehört mit dazu, das ist Thema Mitarbeiterführung, Teamführung. Dann ganz wichtig, ich nenne es mal perfekte Tools. Es gibt keine perfekten Tools, ganz klar, aber für das Projekt oder für das Unternehmen und das Projekt wirklich die besten Tools, die man gerade so auf dem Markt finden kann. Sollte man sich dann irgendwie zu eigen machen, die technische Ausrüstung muss passen und dann kommt man auch letztendlich Zufriedenheit auf. Weil Punkt ist der, wenn Sie mit Tools arbeiten, wo Sie sich mehr über das Tool aufregen, dann haben Sie keine Zeit, sich zu konzentrieren auf die Arbeit. Und das ist natürlich gerade jetzt, dass ja junge Menschen jetzt mit reinkommen oder sonst irgendwas, wenn die sich nur noch mit den Tools beschäftigen müssen, nicht mit der eigentlichen Arbeit, dann hört der Spaß, auf Deutsch gesagt, schon auf. So, dann, ich sage immer, eine bestmögliche Mischung der Kommunikationsformen. Wir haben natürlich Kommunikation, das ist ja existenziell wichtig, nicht nur in Projekten, grundsätzlich auch, ob das jetzt Beziehung ist oder Unternehmen oder sonst irgendwas, die grundsätzlich die Kommunikation. Also hier ist es wichtig bei den Projekten, dass man da ein gutes Maß findet. Bei Großprojekten wird man sich sicherlich mal treffen, aber bei kleinen Projekten werden natürlich Reisen mal eben schnell nach China und wieder zurück. Sicherlich die Finanzen nicht von des Projektes nicht hergeben, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Na, ich kann noch ein Beispiel sagen von einer Projekteröffnung, die wir gemacht haben. Da sind wir tatsächlich mit dem Notebook, mit der Kamera, haben wir das Team in China
saß, nee, das war nicht China, das war Rumänien, aber spielt keine Rolle, in Rumänien saß ein Team, dann saßen die, doch, waren doch Chinesen dabei, dann saßen wir hier in Deutschland, dann sind wir wirklich mal mit der Kamera einfach mal durch das Team, man hat sich zugewunken, man hat mal einen Namen, man hat sich gegenseitig vorgestellt, allein schon so Kleinigkeiten, sage ich immer, fördert letztendlich die Kommunikation, weil es ist doch ein bisschen anders, wenn man sich irgendwie schon mal gesehen hat, man kann sich zwar nicht fühlen, nicht riechen, aber man hat sich mal gesehen und sagen wir mal so, das ist schon mal ganz toll, gerade am Start eines Projektes und das ist schon wichtig. Und hier gilt es natürlich auch, die richtigen Formen auszulösen, auszuloten, was gibt es da für Möglichkeiten an elektronischen Medien und also haben wir das gute Maß an Face-to-Face. Also das sind schon so Erfolgsfaktoren, weil letztendlich, wie schon erwähnt, Thema Team, ohne Team wird kein Projekt funktionieren. Dann kommen wir direkt zu dem Thema Teamentwicklung. Ich habe ja schon ein bisschen vorgegriffen. Teamentwicklung beginnt mit dem Projektstart. Ich habe hier meine Klammer aufgeführt, auch vor dem Projektstart, gerade bei virtuellen Teams noch umso wichtiger. Und zwar natürlich, wenn ich ganz am Anfang bin und ich habe eine Face-to-Face-Veranstaltung, wo man sich auch mal kennenlernt, ist das genial, ist das natürlich klasse. Das ist der Wunsch eines jedes, aber letztendlich die Finanzen eines Projektes muss man berücksichtigen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, dass man die Teams in irgendeiner Form zusammenbringt, die Menschen zusammenbringt, meinetwegen eine Chatgruppe bildet, ob das jetzt eine Facebook-Gruppe ist oder eine WhatsApp-Gruppe oder sonst irgendwo, wo man sich einfach mal kennenlernt, sich auch austauschen kann. Ich kann sie nachher mal zeigen, wenn die Zeit bleibt, wie man das mit einem Tools auch machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz am Anfang endlich das Team zusammenbringen. Und das ist wirklich bereits schon im Projektstart. Teamentwicklungsmöglichkeiten müssen wir da wirklich dann ausloten. Was gibt es da virtuell? Kann durchaus mal. Wir hatten auch eingangs mal gehört, das Thema Spiele. Warum auch nicht mal über spielerische Art und Weise, dass sich das Team, wenn wir ein Projekt haben, was über 2 Jahre geht, kann man ruhig mal eine Stunde für ein Spiel opfern, sage ich ganz offen. Wenn es dem Netzwerk, wenn es der Teamentwicklung letztendlich dienlich ist, kann sowas auch durchgeführt werden. Na, da gibt es ja durchaus auch recht reizvolle, die nicht so hart auch, sagen wir mal, auch nicht so lange dauern, aber einfach, wo man mal gemeinsame Spiele machen kann, wo sich auch die Teams dann, sagen wir mal, die Gruppen für die einzelnen Spiele selbst zusammenfinden müssen, ein bisschen, ja, ob er Fußball ist, virtuell oder sonst irgendwas, aber hier auch die digitalen Medien nutzen, damit das Thema Teamentwicklung letztendlich auch einen Wert hat, der dann Mehrwert auch für das Projekt möglich ist. Und das ist natürlich, sagen wir mal, gerade heute, wenn ich jetzt mal wegen frisch von der Uni oder sagen wir mal, frisch von der Schule auch in Teams mal komme in Projekte, da hat man natürlich schon ein bisschen einen Vorteil. Da ist es natürlich schon schön, wenn jetzt gerade die jungen Menschen, die hier schon die Erfahrungen haben, sagen wir mal, hier schon die ersten Fähigkeiten in Richtung entwickelt haben, meinetwegen die anderen da ein bisschen mit antreiben. Und da greifen auch, sagen wir mal, gerade jetzt die Älteren auch ganz gerne mal auf die Fähigkeiten, die ja die jungen Menschen ja schon, ihr jungen Menschen ja doch schon habt, auf die gerne zurück. Ja. Und schon entwickelt sich das Team. Das heißt, der Ältere, der hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, was das Projekt angeht, die Technik angeht, und der Junge bringt vielleicht neue Ideen mit aus dem Bereich, wie können wir Teamentwicklung, Spiele, sonst irgendwas. Das sind nur Beispiele, aber in dieser Richtung haben wir schon, also da kann ich nur für mich sprechen, in dem Projekt mal solche Aktivitäten schon durchgezogen. So, dann ganz wichtig ist natürlich hier kulturelle und ethnische Belange berücksichtigen bei der Teamentwicklung. Je internationaler die Teams werden und umso, ich will nicht sagen kritischer kann es werden, aber sagen wir mal so, ich hatte ein Projekt in Dubai und sagen wir mal so, wenn man natürlich hier mit Menschen, sagen wir mal in Dubai oder diesen nordafrikanischen Staaten zu tun hat, dann ist nur manchmal das Verständnis von einem Wort kann durchaus mal ein anderes sein, wie wir das da letztendlich sagen oder da, was wir drunter verstehen, da sollte man sich mal ein klein bisschen Gedanken drüber gemacht haben, weil auch das hat natürlich was mit Teamentwicklung zu tun. Nicht, dass man hier zum Beispiel Spiele mal zum Kennenlernen macht, die letztendlich kulturell, ethnisch mit denen gar nicht vertretbar sind. Also hier, man sieht hier Projektarbeit, das ist ja das Interessante dabei, darum hat immer so leidenschaftlich auch getan, es ist nicht nur Technik, es ist da viele, viele Aspekte, die letztendlich dahinter sind und je internationaler, umso, ich sage es immer, umso schöner wird das Ganze, muss ich jetzt mal so umsagen, formulieren. Fehlerkultur, hatte ich schon angesprochen, Feedbackkultur, das ist auch wichtig. Ich sage immer, Leute, haltet mir einen Spiegel vor, ich halte euch auch einen Spiegel vor. Das ist immer, sagen wir mal, nur halt dann fair.
Also nicht jetzt, sagen wir mal, unter die Gürtellinie, aber auch hier wieder Thema kulturell. Nicht alle mögen, sagen wir mal, diese klassische Fehlerkultur zurückgeben. Wieder ein Beispiel, also Kollegen von China. Ich wollte da mal ein Feedback haben zu einem Entwurf, was ich gemacht habe. Jetzt war ich natürlich, das haben die chinesischen Teammitglieder, die hatten ein relatives, sagen wir mal, Führungsdenken. Das heißt, wenn der Chef was sagt, hat das erstmal seine Richtigkeit. Das heißt, ich war von mir ein Fehler, ich hätte ganz anders fragen müssen. Ich habe gesagt, gebt mir mal Feedback, passt es soweit oder sonst irgendwas verbesserungswürdig? Die würde nie sagen, das ist verbesserungswürdig, war einfach mal eine Frage falsch. Aber hier sieht man, wie interessant das Ganze ist und gerade dieses Thema Internationalität und virtuell kommt es immer stärker zum Tragen. Okay, dann die Erwartungen kommunizieren, das sind alles Themen in der Teamentwicklung. Ich würde jetzt hier mal schneller durch und Kommunikationswege festlegen. Das ist auch ganz wichtig bei dem Thema Teamentwicklung. Okay, und dann, das ist das Allerwichtigste, sage ich mal, Selbstdisziplin eines jedes Teammitgliedes. In dem Moment, wenn eine Projektgruppe in einem Raum sitzt, dann ist das alles recht einfach. Das heißt, allein schon durch eine kurze Geste oder sonst irgendwas, dann gibt man direktes Feedback. Bei internationalen virtuellen Teams ist die Welt da eine andere. Hier gilt natürlich echte Selbstdisziplin. Das heißt, Selbstdisziplin der Kommunikation, Selbstdisziplin, was das Thema Termintreue, Qualität, da gehört schon sehr viel mehr Selbstdisziplin dazu und letztendlich auch Vertrauen von meiner Seite gegenüber den Teammitgliedern. Okay, dann virtuelle Teamarbeit. Ja, ich werde es mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Optimale Nutzung von Wissensressourcen, ganz klar, weltweit. Ist einfach, sagen wir mal, die Spezialisierung inzwischen so hoch, das ist ja das Tolle beim Virtuellen, kann man wirklich zurückgreifen auf, es gibt keine Grenzen, ich will es einfach so formulieren. Reduzierung, also rein unternehmerisch gesehen, Bürofläche, Reduzierung, Reisetätigkeiten, das heißt Kostenreduzierung, auf der Kostenseite lässt sich hier natürlich sehr viel einsparen. Dann auch die Zeitoptimierung hier, hatte ich schon erwähnt, ganz klar, dass wir hier ganz klar sagen, okay, ich nutze einfach die Zeitverschiebung. Die kann ich mir auch im Projekt, in der Planung letztendlich berücksichtigen. Das sind feine Sachen, Steigerung, Produktivität und in Summe dann eine Kostenreduzierung. Das Ganze hat natürlich auch Nachteile, muss man ganz klar sagen. Ein bisschen steigt natürlich das Thema Konkurrenzverhalten, ist so, bei dem Thema Internationalität und virtuelle Teamarbeit. Wie gesagt, wenn man in einem Raum sitzt, ist das Teamverhalten und die Verhaltensweise ein anderer, wie bei der Internationalität, auch bei dem Thema optimale Nutzung von Wissensressourcen. Das heißt, in der Abteilung oder in dieser Firma, in diesem Unternehmen, kann durchaus passieren, dass auch Konkurrenzverhalten aufsteigt, weil da nimmt er doch lieber den Kollegen aus, was weiß ich, war Houston oder sonst woher, weil der gerade in dem Fachgebiet besser ist und damit habe ich nichts zu tun. Also ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Dann Führung, Leitung von Teams ist natürlich etwas schwieriger. Das heißt, die Herausforderung an den Projektleiter, Anpassungsdruck, Tendenz, risikoreiche Entscheidung. Ich will jetzt nicht alles im Detail, das sind ja nachher in den Folien mit drin. Aber im Prinzip, der Kostenaufwand für die Projektleitung steigt erstmal durch die erhöhte Koordination der einzelnen Arbeitspakete. Aber das trifft nur die Projektleitung, die wird aber wieder natürlich wieder sagen wir mal, sehr gut eingespart durch diese Spezialisierung, durch die Nutzung von der Flexibilität und so weiter und so fort. Das ist internationale Projektarbeit. Okay, was braucht man dazu? Zum einen mal das Thema die Online-Kollaboration, das ist das eine. Das sind die Chaträume, Plattformen für die Projektabwicklung, für das Projektteam, das Thema webbasierendes Lernen. Weil auch in einem Projektteam ist es ja so, dass die Menschen nicht alles können. Und ich sage immer, webbasierend heißt mit den heutigen Medien diese kleinen Nuggets, wo man sagt, okay, zu dem Thema will ich jetzt das wissen, das brauche ich einfach dazu. Nicht mehr einen Dauerkurs belegen, sondern wirklich während dem Projekt auch letztendlich mal eben schnell ein Nugget mir anschauen. Okay, da fehlt mir was, YouTube-Video oder sonst irgendwas. Das Ganze habe ich mal zusammengefasst unter dem Thema Online-Kollaboration. Das ist der eine Teil. Und das zweite ist natürlich, letztendlich ist das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, Unterlagen. Wo finde ich Unterlagen? Welche sind die richtigen Unterlagen? Hier zählt natürlich auch das Thema Online-Datenspeicher. Das muss einfach letztendlich auch ganz klar geregelt sein und hat natürlich aber auch Riesenvorteile, weil ich komme zu jeder Zeit, 24 Stunden, 365 Tage, kommen alle an die Unterlagen. Das war früher nicht so.
Das war wirklich, und das ist dann natürlich auch schon eine klasse Sache bei dem Thema virtuelle Projektarbeit, letztendlich auch hier über die Online-Datenspeicherung. Über die ganzen Datensicherheiten, sonst irgendwas will ich jetzt keinen Vortrag halten, hat natürlich auch diese Risiken, keine Frage. Vorteile, Datenspeicher, klar, online verfügbar, nutzbar von allen möglichen Endgeräten, sind synchronisierbar, ganz wichtig, und vor allen Dingen, ich kann auch mal im Projekt Variablen Zugriffsrechte reinmachen. So, dann haben wir, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, weil ich gerne in das Online-Tool einsteigen. Vorteile für internationale Projekte durch Nutzung von Cloud-Lösungen ist natürlich Kostenersparung, ganz klar. Auslagerung, hohe Flexibilität, hoher Sicherheitsstandard und so weiter. Und ich habe natürlich auch einige Nachteile. So, das habe ich gar nicht mit dabei. Okay, jetzt kommen wir schon, Entschuldigung, ich ziehe es jetzt ein bisschen schneller durch, weil die Zeit läuft davon. Hier habe ich mal eine Auswahl an möglichen Projektmanagement-Tools, Asana, Project Place. Hier im mittleren Bereich habe ich dann das Thema Teams oder auch Jira-Software. Da gibt es recht viele solche Tools. Dann habe ich auch das Thema mal auf der, sagen wir mal, Scrum, agilen Projektmanagement, gibt es auch jede Menge Tools. Kanban-Boards und so weiter, wobei Project Place und Asana müsste ich eigentlich hier irgendwo zwischen mit reinhängen, weil die inzwischen auch mit Kanban-Boards letztendlich arbeiten. Aber hier ist wichtig, ist halt, dass man hier sich mal Gedanken darüber macht, für mein Projekt, für mein Unternehmen, was sind so die richtigen Tools, die ich hier ein bisschen nachhalte. Okay, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, ich muss ein bisschen beeilen. Das will ich jetzt auch machen. Vorteile der Projektarbeit, Tools, Anwendungen stehen online zur Verfügung, aktueller Stand. Wir haben Nutzung der Tools auf allen gängigen Systemen, das hatten wir hier schon, die Mobilität. Die Nachricht, die konnte ich jetzt nicht lesen, es war mir zu schnell, das gucken wir nachher an. Schnelle Kommunikation, ich ziehe jetzt ein bisschen durch, jeder ist über alles informiert. Die Nachteile haben wir natürlich auch. Und sagen wir mal, unberechtigter Zugriff, Diebstahl, Zugangsdaten und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist natürlich für die IT ein großer Aufwand, sagen wir mal, hier sagen wir mal, doch recht sicher über den Äther gemeinsam nah arbeiten zu können. Okay, dann haben wir nochmal die Online-Lösungen, Kommunikationsstörungen, vertraute Kommunikationsart. Ja, machen wir so, Christian, das ist okay. Stimmen Sie nicht immer aussagekräftig? Teamentwicklung wird eine echte Herausforderung, das hatte ich schon. So, jetzt zeigen wir mal so ein Beispiel, nur mal ganz kurz. Zunächst für die Projektarbeit brauchen wir erstmal so, wenn man online gemeinsam arbeiten will, also nicht jetzt, sagen wir mal, auch jetzt in einer Besprechung, brauchen wir erstmal ein Event-Online-Tool. Hier arbeiten wir im Moment mit Adobe Connect. Es kann aber auch Circuit sein oder TeamViewer oder es kann auch ein Teams sein, ein Microsoft-Produkt, wo letztendlich der Sky Business dahinter steckt. Als Terminplanung, Outlook oder Doodle, irgendwelche Tools, die wir dazu nutzen können. So, dann die inhaltliche Bearbeitung. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Asana auf, Project Management, das Project Microsoft Project, das Teams und letztendlich auch das Thema Dokumentenverwaltung, ein SharePoint oder eine Cloud oder sonst irgendwas. So, letztendlich, sagen wir mal, das ist ganz rudimentär mal aufgestellt, wie man letztendlich so ein Projekt, so mit Tools letztendlich aufbauen kann. Die im Detail, also man steckt natürlich, sagen wir mal, der Hund begraben, ja. Aber letztendlich gibt es schon mal einen ersten Blick da rein, was man da tun kann. Technische Voraussetzungen will ich ganz schnell übergehen. Eins ist wichtig, bei Online-Meetings Raum gut ausgeleuchtet. Frage, Joachim, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Hier war vorher die Frage, weil du gesagt hast, du hast es nicht gesehen, wie es aussieht mit Tools wie Trello, weil du gerade auch bei den Tools warst. Ja, die habe ich da noch nicht mit dabei. Trello gibt es natürlich auch, keine Frage. Es gibt da noch einige mehr. Es gibt auch das Monday und sonst, die habe ich jetzt noch nicht mit dabei. Also es gibt viel, wie gesagt, es war nur eine Auswahl. Man muss wirklich schauen bei dem Thema Tools, was passt für mich, für meine Anwendungen. Was will ich mit dem Tool alles abdecken? Da gibt es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche sagen wir mal, Versionen. Ich zeige es nachher mal online. Ich arbeite zum Beispiel ganz gern mit dem Thema Teams, weil man da sehr viel damit tun machen kann. Ne? Teams ist ja ein Microsoft-Produkt, ist jetzt sagen wir mal, im Business-Bereich, also gibt es keine kostenlose Version.
Asana zum Beispiel, da kann ich natürlich auch mal kostenloses machen, bei Teams geht es nicht, das sind alles nur, sagen wir mal, bezahlbare Accounts, aber ich kann natürlich extrem viel machen, ich kann mein Projekt aufsetzen, ich kann hier zum Beispiel meine Unterkategorien, ich kann hier die ganzen Mitglieder verwalten, ich kann hier letztendlich, ich gehe direkt mal online rein, ich kann Unterhaltungen letztendlich über das Tool abwickeln, ich kann auch die Ablage darüber steuern, also das ist nichts anderes wie so ein übergeordnetes Tools, mit dem ich mir mein Gesamtprojekt mit all den Aktivitäten, die dahinter stecken, von der Projektplanung über Wikis, was ich alles dazu haben will, ableiten kann. Ich kann ein Projekt planen, kann beim Board aufbauen damit oder ich kann auch letztendlich Besprechungen abhandeln. Ich habe hier meine externe Schnittstelle eingebaut Richtung Asana. Also das ist wirklich, also von dem her ist es für mich, sagen wir mal, ein Tool, was übergeordnet ist. Na? Ich kann auch externe, sagen wir mal, Homepages mit einbauen, also sind viele, oder hier den Chatbereich. Das heißt, alle Aktivitäten der Gruppe, die sich miteinander unterhalten, ich kann dann den Chat eröffnen und die anderen Teammitglieder können mir dazu Antwort geben. Speziell auf diesen einen Chat. Wir können auch einen neuen Chat, also wie man das so kennt, den Twitter und den Facebook oder sonst wo kann man grundsätzlich Chats, das ist alles in einem Tool drin. Na, und das ist wichtig, dass alles, was mit dem Projekt zu tun hat, auch in diesem Kreis des Projektes bleibt. Und ja, sagen wir mal, wenn ich ein Tool natürlich zur Verfügung habe, wo ich nicht oft, sagen wir mal, wo ich nicht von dem Tool auf jenes Tool springen muss, ist es natürlich, kann das schon im Sinne der einzelnen Teammitglieder sein. Das ist schon eine feine Sache. Und vor allen Dingen, es wird auch alles dokumentiert. In Projekten ist es ganz wichtig, dass man hier auch dokumentiert. Und sagen wir mal, das ist jetzt die Herausforderung für die jungen Menschen, die jetzt von der Schule, sagen wir mal, ob das jetzt ein Studium ist oder auch, sagen wir mal, in ein duales Studium oder auch in eine Ausbildung gehen, dass sie sich heute schon die Kompetenz von solchen, sagen wir mal, Netzwerken, von solchen Tools einfach, da sollten sie einfach ein bisschen darauf vorbereitet sein, weil man kann es auch zu anderen Zwecken nutzen, aber dass sie einfach wissen, es gibt sowas und dass sie sich davor nicht scheuen und da kann man sich wirklich schon sehr früh einfach mit so Themen auseinandersetzen. Das gebe ich einfach gerne mit aus Projektleitersicht. Na, voilà. Lass mich die eine Frage noch beantworten. Nutzen diese, ohne Experte zu sein? Ja, bitte. Okay, also diese Frage, ich sage es ganz offen, wenn ich mir Gedanken drüber gemacht habe, agiles Tool, also sagen wir, agiles Projektmanagement ist ja nochmal ein Spezialthema, aber ich sage immer, wenn ich ein Tool nutze, wichtig ist, dass ich das auch stringent durchziehe. Wenn ich da, sagen wir mal, nichts dafür tue, dass im Prinzip diese, sagen wir mal, diese Backlog, den ich habe mit agilen Tools, dass wir das regelmäßig gemeinsam besprechen, dann kann ich das Tool da weglassen. Dann ist es eine reine, feine Sache, dann kann ich es auch mit Post-it machen. Aber, sagen wir mal, es ist schon mal hilfreich, wenn ich das Grundverständnis vom Projektmanagement kenne, was steckt eigentlich dahinter, meinetwegen auch Scrum oder agiles Projektmanagement und dann das Tool nutze, dann ist der Effekt vom Tool noch viel, viel besser. Weil das mit dem Tool allein, sagen wir mal so, ist es so eine Sache. Diese Stringenz kommt, sagen wir mal, mit dem Bewusstsein, was Projekte managen heißt. Na, ich hoffe, dass ich damit die Frage habe einigermaßen beantworten können. Okay, dann tut mir leid, dass ich das jetzt so abwürgen muss, aber wir haben einen straffen Zeitplan und ja, daher danke Joachim. Leider keine Zeit mehr für weitere Fragen. Ich denke, ich schalte mal kurz um. Hier gibt es nämlich dann auch noch ein weiteres Design mit den Kontaktdaten vom Joachim. Als nächstes gibt es dann auch noch, ich schalte dann gleich zum nächsten Bildschirm, gibt es dann die Möglichkeit, ein kurzes Feedback zu geben. Das würde uns sehr freuen. Beziehungsweise dort könnt ihr auch noch die Teilnahmebestätigung euch herunterladen, einfach auf den grünen Pfeil klicken. Und ich würde jetzt vorschlagen, ich denke, das ist in Ordnung, Joachim, falls die Leute oder Teilnehmer Fragen haben, sich dann direkt an dich zu wenden. Ist das okay? Ja, absolut. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Ich bin ja zu finden überall im Internet und ich mache da jetzt auch wieder ein Seminar, ein Webinar über das Thema agiles Projektmanagement. Vielleicht wird sich ja noch der ein oder andere anmelden. Na, Vernetzung über LinkedIn gerne. Machen wir. Na, okay. Ja, dann sehe ich noch, es gibt Dateien zum Download hier links unten, Projektarbeit, kann das sein? In der virtuellen Welt, genau. Das ist im Prinzip der Vortrag für eben. Genau, also wer den herunterladen möchte, einfach da auf die Datei klicken, dann lädt man das herunter. Und wir sehen uns gleich im nächsten Raum. Ich fürchte, ich komme wieder ein bisschen später.
paar Minuten lasse ich den Feedback-Fragenbogen noch auf. Dankeschön und okay. Ja, bis gleich dann. Ja, ciao. Bis gleich. Ciao.